Es kommt der nächste Vortrag über, ich sag's einmal, ich kündige den Herrn Linder schon an, die größte Schwindelei ist die Energiewende. Also ich habe meinen Vortrag genannt, die Energiewende, Geisterfahrt mit ausufernden Kosten. Und ich möchte gleich am Anfang sagen, mein Schwerpunkt ist ein anderer. Ich rede über die Stromversorgung unseres Industrielandes. Ich rede also nicht über Gebäudeisolation und Heizen. Auch eine Kleinigkeit zu meiner Person. Ich bin Physiker und Ingenieur. Wir haben 4 Kinder, genau wie der Herr Fischer. Und ich beschäftige mich seit 10 bis 15 Jahren intensiv, zwar nicht beruflich, aber doch in meiner gesamten Freizeit mit Energiefragen. Also jetzt habe ich hier die offizielle Strategie der Bundesregierung zur Stromversorgung unseres Industrielandes. Hier ist aufgetragen auf der horizontalen sind die Jahre 1996 bis 2050. Ich habe leider keinen Pointer, aber können wir das sehen? 1996 bis 2050 und auf der vertikalen, auf der senkrechten ist aufgetragen der Anteil des Ökostroms an der Gesamtstromversorgung, des Gesamtstrombedarfs. Und da sehen Sie hier am Anfang eine durchgezogene Linie. Das ist das, was die Politik behauptet, bisher erreicht zu haben. Sie haben also durch den Ersatz, teilweise des sogenannten Atomstromes durch Ökostrom, Wind, Sonne, Biomasse, sich bis auf die 25% hochgearbeitet. Das will man weiter fortsetzen, indem man auch noch den Rest unserer Atomstromversorgung auch noch kippt und dann, wie wir wissen, von der Barbara Hendricks, die betreibt es ja sehr intensiv, wollen wir dann auch noch die Kohleverstromung auch noch zur Strecke bringen und auf diesen Pfad der Tugend, befeuert durch das Erneuerbare Energiengesetz, uns hocharbeiten bis zum Jahr 2050 auf 80% Ökostromanteil an unserem gesamten Strombedarf. Und da ist der erste fundamentale Irrtum, der so offenkundig ist, dass man sich schon fast schämt, ihn überhaupt erwähnen zu müssen. Das ist die Verfügbarkeit. Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke sind Grundlastkraftwerke, die laufen wetterunabhängig und ihr Betrieb wird also nur durch Wartungsarbeiten mal kurzzeitig unterbrochen, wohingegen Windkraftanlagen und Photovoltaik sind naturgemäß wetterabhängig, tageszeitabhängig und sogar jahreszeitabhängig. Man kommt also bei Windkraftanlagen auf durchschnittlich 20% Ausbeute bezogen auf die Nominalkapazität. Das sind Erfahrungswerte von mittlerweile 30.000 Windrädern in Deutschland. Bei Photovoltaik ist das noch schlechter, da sind es nur 12%. Und das führt zu der ersten Feststellung, Ökostrom ist Wackelstrom. Das kann man hier mit einer Grafik ganz eindeutig belegen, was hier steht, das sind also keine Planwerte, sondern das sind Istwerte. Da hat jemand, der an der Datenquelle sitzt, das ist hier der Rolf Schuster, der hat Zugriff zu allen Daten, die bei der Netzagentur verfügbar sind, dargestellt in Blau den Ertrag der Windkraftanlagen und in Orange, kann man das sehen, in Orange die Ausbeute an Photovoltaikstrom. Und die obere rote Linie, das stellt dar, die nominale Gesamtkapazität wären also die Windkraftanlagen und die Photovoltaikanlagen fähig, ihre Nominalkapazität ständig rund um die Uhr verlässlich zur Verfügung zu stellen, dann hätten wir diese rote Kurve geschafft. Was bedeutet diese rote Kurve? Man muss sich klar machen, dass der Strombedarf Deutschlands beträgt 60.000 Megawatt, das ist die dritte Zeile von oben. Wenn Sie mal die 60.000 Megawatt, das ist der Strombedarf Deutschlands im Sommer. Und die oberste Zahl, 80.000 Megawatt, das ist der Strombedarf Deutschlands im Winter. Also Feststellung heißt, wäre
wäre Windkraft und Photovoltaik eine verlässliche Stromerzeugung, dann wären wir am Ziel unserer Träume. Sind wir aber nicht. Und es ist also offenkundig, dass durch mehr und mehr Photovoltaik- und Windstromanlagen die Versorgung auch nicht besser geworden ist, sondern im Gegenteil, die Wackelei wird immer noch schlimmer. Und jetzt wurde uns gesagt, die Versorgung, der Durchbruch, den schaffen wir mit Meereswindparks. Und hier sehen Sie die entsprechende Kurve für Meereswindparks, die wackeln also ganz genauso. Man muss auch hier ein besonderes Augenmerk legen auf die Skala. Wenn Sie mal hier die dritte Zeile von unten, die 200 MW, das ist fast gar nichts. Das Ziel der Bundesregierung ist, bis auf 6.500 Megawatt hochzukommen, und zwar verlässlich. Sie müssen also sich klar machen, von der 200 MW Niveau, das wir noch nicht mal erreicht haben, müssten wir noch das 35-fache zulegen, damit wir die behauptete Versorgungslage durch Meereswindpark erreicht hätten. Und das wollen wir in 3 bis 4 Jahren erreicht haben. Ich weiß nicht, wo dieser Optimismus herkommt. Hier habe ich für die, die es sehen wollen, nochmal, hier ist nochmal der Wind für sich, Wackelei pur. Hier ist die Photovoltaik für sich, auch Wackelei pur. Wie es nicht anders sein kann, man sieht, dass im Winter habe ich nahezu überhaupt keinen Photovoltaikstrom, im Sommer naturgemäß mehr. Jetzt mache ich einen schon fast wie ein Amerikaner würde sagen, Showstopper. Ökostromanlagen haben einen riesigen Flächen-, Kapital- und Materialbedarf. Das ist so fast ebenso tödlich wie die Wackelei. Da mache ich hier mal 2 kleine Rechnungen. In meiner Heimatstadt haben vor 10 Jahren Leute, das waren engagierte Zeitgenossen, die haben eine sogenannte 30 Kilowatt Peak Anlage auf Photovoltaikanlage auf dem Schuldach errichtet. Dazu braucht man 300 Quadratmeter Siliziummodule. Und das war damals eine Investition von 70.000 Euro. Und die Einspeisevergütung beträgt ungefähr 8.000 Euro im Jahr dank EEG, und das ist garantiert für 20 Jahre. Das heißt also, die machen eine Rechnung auf, 20 mal 8 sind 160.000. Das heißt also, es rechnet sich locker. Ich investiere 70.000 und nehme ein 160.000. Also gutes Geschäft, nur... Hier ist eine andere Zahl, die ist niederschmetternd. Was sind denn 30 Kilowatt? 30 Kilowatt, viele Menschen rechnen in PS, Pferdestärken, das sind 40 PS. Das ist die Leistung eines japanischen Kleinwagens. Und da glaube ich, wäre wohl niemand bereit, gäbe es nicht das erneuerbare Energiengesetz, die bereit wären, für diese Summen, nämlich 70.000 Euro und 160.000 Euro, die Leistung eines japanischen Kleinwagens auf ein Schuldach zu bringen. Eine andere Vergleichszahl. Eine S-Bahn hat eine Nominalleistung von 2,3 Megawatt. Das heißt, bezogen auf die 30 Kilowatt ist es das 75-fache. Man kann also hier feststellen, ich bräuchte 75 Schuldächer vollgepackt mit Photovoltaik, um eine S-Bahn zu betreiben. Und die S-Bahn führe dann aber auch nur, wenn die Sonne scheint, sonst bleibt sie stehen. Jetzt mache ich eine Rechnung für Wind. Da hat mir der Herr Doll hier einen Zeitungsartikel geschickt, das Münchner Abendblatt. Da wird also stolz verkündet, die Stadtwerke München hätten hier 100 Windräder aufgestellt, und sie wollen weitere Windräder nicht nur in Bayern, sondern auch in der Irischen See und so weiter hinzufügen. Das ist lobenswert. Sie machen sich damit zu ökologischen Vorbildmenschen. Und jetzt mache ich aber hier mal eine sehr ernüchternde Rechnung auf. Eine Großstadt wie München, da können Sie auch Stuttgart oder eine beliebige andere nehmen,
die hat einen Strombedarf, einen Leistungsbedarf von einem Gigawatt. Wer sich darunter nichts vorstellen kann, ein Gigawatt ist ein großer Kraftwerksblock, sei es Kohle, sei es Kernkraft, also Grundremmingen oder Neckarwestheim oder was immer. Also eine Großstadt wie München braucht einen großen Kraftwerksblock von einem Gigawatt für sich ganz alleine. Faktum. Wenn ich dieses eine Gigawatt mit Windstrom erzeugen wollte, ein Windrad hat 3 Megawatt, da bräuchte ich schon mal rein nominal 330 Windräder. Da die aber nur 20% ihrer Nominalleistung liefern, muss ich das mal 5-mal nehmen, dann bin ich bei 1600 Windrädern für eine Stadt wie München. Frage, wo wollen wir die hinstellen? Die sind dann 100 bis 120 Meter hoch. Also zum Vergleich, der Kölner Dom oder das Ulmer Münster ist 150 Meter hoch, da fehlt nicht mehr viel. Da fehlt aber noch ein ganz entscheidender Punkt. Das machen also alle Leute, die den Ökostrom befürworten. Sie blenden den Ausgleich, die Glättung ihres Wackelstroms, den blenden sie aus, den erwähnen sie, das überlassen sie anderen. Und dazu hier diese Feststellung, ich bräuchte dann noch, jetzt bleiben wir mal bei München, ich bräuchte dann noch ein Pumpspeicherkraftwerk von 1 Gigawatt, um den Strom zu glätten. Pumpspeicherkraftwerk, wer es im Moment nicht genau weiß, hat ein Tiefbecken, hier drüben dargestellt, und ein Hochbecken. Wenn ich zu viel Strom habe, pumpe ich das Wasser hoch. Wenn ich zu wenig Strom habe, lasse ich es wieder runterlaufen. Da kann ich also damit Schwankungen ausgleichen. Das größte deutsche Pumpspeicherkraftwerk hat in der Tat 1 Gigawatt. Steht in Thüringen, das ist Goldestal. Aber nur für 5 Stunden. Das heißt also, wollte ich jetzt in dem Beispiel in München mit einem Pumpspeicherkraftwerk wie in Goldestal, wenn ich das versorgen wollte, wäre das Speicherkraftwerk in 5 Stunden leer, dann ist Schluss. Wir haben in Deutschland 35 Pumpspeicherkraftwerke, die haben 40 Gigawattstunden. Wem die Zahl nicht sagt, damit könnte man Deutschland für eine Dreiviertelstunde mit Strom versorgen. Da sind die alle leer, ratzeputz leer. Und jetzt hat der Hans-Werner Sinn, Professor Hans-Werner Sinn, vor anderthalb Jahren einen hervorragenden Vortrag gehalten, hier in München, Direktor des IFO-Institutes. Der hat ausgerechnet, für die Ökostromglättung braucht man Tausende von Pumpspeicherkraftwerken. Bräuchte man. Wo wollen wir denn die Tausenden von Windrädern hinstellen? Bisher haben wir 30.000. 100.000, 200.000, wie viel denn? Und dann müssten wir, je mehr Windräder ich aufstelle, umso mehr Pumpspeicherkraftwerke bräuchte ich, um die Wackelei wieder auszugleichen. Wo wollen wir denn die Pumpspeicherkraftwerke hinstellen? Sie sehen also, das ist eine Teufelsspirale in den Abgrund. Jetzt hier, es gibt andere Vorschläge zur Speicherung. Im Übrigen ist das Problem der Speicherung von der Politik sträflicherweise total übersehen worden. Angeblich haben die überall Fachleute, aber wahrscheinlich zu viele Fachfremde. Auch immer, hoppla, wir brauchen ja Speicher. Und dann kommen solche Vorschläge, Batterien. Also wieder Hans-Werner Sinn, der rechnet vor, man bräuchte zur Glättung des Öko-Wackelstroms für das Jahr 2013 150 Millionen Batterien. Und die würden 200 Milliarden Euro kosten. Also, ich weiß nicht, wer anstrebt, eine solche Lösung zu finden. Dann wird vorgeschlagen, ein intelligentes Netz. Smart Grid klingt gut, nicht wahr? Dass man nicht Englisch sagt, klingt das schon mal viel besser. Damit ist Folgendes gemeint, eine Verbrauchsregelung. Das heißt, wir bringen die Menschen dazu, ihre Waschmaschine dann anzuschalten, wenn der Wind weht. Ich bringe eine Schokoladenfabrik dazu, eine Pause zu machen, ihre Produktion anzuhalten,
weil gerade die Sonne nicht scheint. Ich meine, dann gibt es den Vorschlag Power to Gas. Das ist also der Vorschlag, wenn ich überschüssigen Windstrom habe, dann erzeuge ich Brenngas und das speise ich meinetwegen ins Netz ein, in das Erdgasnetz. Da ist der Wirkungsgrad 25%. Das ist also in Wahrheit ein Vorschlag der Energievernichtung und nicht der Energiespeicherung. Also das Fazit lautet, Speicherung von Ökostrom ist chancenlos. Es gibt keinen Vorschlag, aussichtslos. Jetzt hat man jetzt Ausweg in Anführungsstrichen, Speicherproblem unlösbar. Da gibt es nur zwei Dinge am Horizont. Wir subventionieren sogenannte Reservekraftwerke. Das heißt also, die Kraftwerke, die konventionellen, die wir haben, die werden subventioniert dafür, dass sie im Gegentakt zu der Ökostromerzeugung rauf- oder runterfahren. Und weil das völlig unwirtschaftlich ist, muss man subventionieren. Das heißt, wenn man diese Scheinlösung anstrebt, dann heißt es, wir haben zwei Stromversorgungen. Eine subventionierte Ökostromversorgung und dann zweitens haben wir eine subventionierte Reservekraftkapazität, die unverzichtbar ist. Wenn ich das aber nicht tue, und da eiert die Politik im Moment drumherum, sagen, das machen wir nicht, dann treibt man die konventionellen Stromerzeuger in den Ruin. Das sehen wir ja. RWE, E.ON, EnBW, die schreiben alle massiv rote Zahlen, Milliardenverluste, Personalabbau. Niemand investiert mehr in Kraftwerksanlagen. Das heißt, das ist meinetwegen bei Siemens, die sind führend im Gasturbinenbau. Die haben jetzt kein Mensch kauft mehr Gasturbinen. Verunsicherung. Wenn ich heute was investiere, ist es in zwei Jahren Schrott, weil die Politik sich wieder was Neues ausdenkt. Das heißt also, das ist eine Sackgasse hoch drei. Und hier, das hätte ich vorher schon sagen können, wir subventionieren im Moment den Ökostrom mit etwa 25 Milliarden Euro, garantiert auf 20 Jahre. Das heißt, das sind 20 mal 25, sind 500. Das heißt, es sind schon mal 500 Milliarden Euro festgeklopft. Die kann ich schon gar nicht mehr verhindern, dass die anfallen. Und die Tendenz ist steigend. Und das Schlimme ist, wir haben nichts davon. Das ist weg. So, und jetzt, was ist die Folge davon? Das ist jetzt ein Diagramm, NAEB. Das ist der Verein, der mich hierher vermittelt hat. Wir haben da draußen eine Ausstellung. Hier ist dargestellt der angestrebte Zubau von Ökostrom. Und die blaue Kurve oben ist die geschätzte Preisentwicklung des Stromes. Die ist jetzt von 25 auf 27 und geschätzt auf 40, 50 Cent pro Kilowattstunde. Wohin die beiden unteren Kurven, das ist USA und Frankreich. USA und Frankreich, die haben wir also weit hinter uns gelassen. Und die Folge davon, die ist heute schon zu erkennen, nämlich Abwanderung von Industrien. BASF zum Beispiel investiert in Deutschland nicht mehr. Das heißt, die brechen ihre Zelte nicht alle ab, aber neue Anlagen werden in Deutschland immer weniger gebaut, unter anderem aus diesen Gründen. Jetzt komme ich noch ganz kurz, habe ich noch Zeit, etwas ja, zu den Netzen. Man hat uns hier als Lösung angeboten für Süddeutschland, nicht angeboten, das ist auch gesetzmäßig festgeklopft. Diese roten Linien sind die sogenannten Stromtrassen, mit denen man den Wackelstrom aus dem Norden in den industrialisierten Süden Deutschlands leiten will, Baden-Württemberg und Bayern. Und da frage ich mich, und das kostet 30 Milliarden Euro. Wir geben 30 Milliarden Euro aus, damit wir Wackelstrom aus dem Norden kriegen. Für 30 Milliarden Euro könnten wir eine hervorragende konventionelle Kraftwerkskapazität in Süddeutschland errichten.
Und wir hätten dann die wir sowieso haben müssen, die wir also nicht haben müssen, wenn die Trassen nicht gebaut werden, dann die brauchen wir sowieso aus genannten Gründen. Da fehlt hier noch die Trasse, die 12 Milliarden Euro, die wir für die Anbindung der Meereswindparks brauchen, 12 Milliarden. Dann gibt es noch einen Plan, man leitet den Wackelstrom aus den Meereswindparks nach Norwegen und holt ihn dann von Norwegen wieder nach Stuttgart zurück. Also es gibt immer, wenn man am Ende ist mit seinem Latein, da fällt einem eine neue Scheinlösung ein. Hier habe ich noch eine Grafik, die sagt aus, das sind hier Viertelstundenwerte, und zwar die Viertelstunde mit dem höchsten Anfall an Ökostrom und unten die minimale Leistung, die Viertelstunde mit dem niedrigsten Anfall an Ökostrom. Da sehen Sie also, wir haben also zwischen 15.000 Megawatt, eine Viertelstunde haben wir ab und zu mal mit 15.000, dann haben wir aber ziemlich viele Viertelstunden mit Null. Und stellen Sie sich mal vor, wir alle sitzen in der U-Bahn, die U-Bahn bleibt stehen und es wird dunkel. Und dann sagt man, ruhig Blut, beim nächsten Windsturz geht's weiter. Hier habe ich noch ich bin gleich am Ende. Also, jemand lobte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, weil die ab und zu mal eine etwas konträre Meinung. Hier schreibt ein dänischer Wissenschaftler Deutschlands gescheiterte Klimapolitik. Und der Mann sagt, glauben wir mal vorübergehend an den Klimakiller CO2, glauben wir mal vorübergehend dran. Dann sagt er, wenn man daran glaubt, dann macht Deutschland mit Billionenaufwand nach den Rechenmodellen ein Ergebnis von 0,001 Grad Verminderung der Erderwärmung. Also mit riesigem Aufwand nichts. Hier der untere Artikel, der sagt was anderes. Wenn wir das ernst meinen, wenn wir da wiederum daran glauben, an den menschengemachten Klimawandel, dann müssten wir die übrige Welt dazu bringen, möglichst viele Kernkraftwerke zu bauen. Die haben nämlich so viel Kohle, Indien, China, die werden nicht unserem Beispiel folgen, auf Kohlestrom zu verzichten und lauter Windräder hinzustellen, das machen die nicht. Sondern wenn wir da was bewirken wollten, dann müssten wir die dazu bringen, möglichst viele Kernkraftwerke zu bauen. Und dass ein Kernkraftwerk kein Kohlendioxid ausstößt, das durfte man vor 10 Jahren noch sagen. Inzwischen grenzt die Erwähnung, die bloße Erwähnung von Kernkraft, grenzt an Gotteslästerung. So, jetzt, warten wir, das überspringe ich. Jetzt komme ich zu meiner Zusammenfassung. Eine sichere Stromversorgung eines dicht besiedelten Industrielandes wie unseres durch Ökostrom ist unmöglich. Und ist nicht etwa schlecht oder schwer oder ist unmöglich. Eine unerträgliche Kostenentwicklung, Abwanderung von Industrien, Arbeitsplatzverlust statt neue Arbeitsplätze. Also da wird ja immer erzählt, es gibt Tausende von Arbeitsplätzen für die Ökoindustrie, stimmt nicht, die gehen ja alle pleite. Es ist kein Beitrag zum Klimaschutz, selbst wenn man daran glaubt. Wir haben eine staatliche Planwirtschaft statt Marktwirtschaft. Das heißt, unsere gesamte Elektrizitätswirtschaft ist fest in den Klauen des Staates. Die können nichts mehr alleine entscheiden. Das wird ihnen alles von der Politik diktiert. Wir sind auch kein Vorbild für andere Länder. Und deswegen die Forderung, Aufhebung des EEG. Es genügt nicht, es zu reformieren, sondern es gehört aufgehoben, Rückkehr zur Marktwirtschaft. Und wir müssen eine neue Strategie entwickeln, und diesmal ohne Ethikkommission. Da hatten wir ja zwei Bischöfe. Bischöfe, sympathisch, Marx ist, aber ob nun die Bibel sehr viel hergibt zum Thema Stromversorgung, das ja, macht, wenn man sie ernst nimmt. Ja. So. Herr Doktor, was machen wir mit dem Atommüll? Ja. Ja, Atommüll, jetzt wäre ich auf das Thema Kernenergie gelenkt.
das meinen wir, weiche ich nicht auf. Also ich stehe nicht hier, um zu sagen, zurück zur Kernenergie, sondern ich sage mal noch einen Satz, bevor ich antworte. Wir müssen erstmal zugeben, Politik und wir alle, dass mit Ökostrom kein Industrieland zu versorgen ist. Punkt. Geht nicht. Ist unmöglich. So. Und dann setzen wir uns hin und denken neu drüber nach. Und was da bei dem Nachdenken herauskommt, sorry, da gebe ich am besten keine, auch wenn ich mal auf Ihre Frage eingehe, wenn jemand sagt, zurück zur Kernenergie, da hört man Tschernobyl, Fukushima und den Endlager. Das ist bum, 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 das ist wie eine Gebetsmühle. Das könnte ich alles einzeln widerlegen, also rational widerlegen, das perlt alles runter, das glauben Sie es mir, ich mach's nicht. Aber wenn Sie es schon mit dem Endlager wissen wollen, es werden mehrere Dinge nicht beachtet. Die Abfallmengen, die radioaktiven Abfallmengen sind minimal. Also ich war in zwei Kernkraftwerken drin, die sogenannten Abklingbecken. Da stehen die Brennstäbe eines ganzen Jahres. Dieses Abklingbecken ist so groß wie ein Tennisplatz. Das sind minimale Mengen. Wir reden bei Windrädern, haben wir gesagt, von zigtausenden. Und bei Kernkraft, da reden wir vielleicht von sogenannter Atommüll, 40.000 Tonnen, das ist gar nichts. Argument 2, wir hatten ein Abkommen mit der Wiederaufbereitungsanlage La Hague in Frankreich. Da wird also getrennt, das ist genau das, was wir hier mit der Mülltrennung machen. Da bleibt dann von den sowieso schon winzigen Mengen nur noch 2-3% übrig. Und da war die Absicht, die in Glas einzuschmelzen und die in der Tiefe zu lagern. Neuerdings gibt es noch was ganz besser, viel Besseres. Das ist die Transmutation. Man kann in Kernkraftanlagen langlebige radioaktive Stoffe in kurzlebige umwandeln. Das machen alle anderen, sondern bei uns ist es verboten. Wir haben Denkverbote bei uns. Es ist verboten, über die Dinge nachzugehen. Wer irgendeinen Gedanken hochbringt, wird sofort abgewatscht. Marsch in die Ecke, schäm dich. So, jetzt bin ich am Ende. Okay. Also ich darf Herrn Dr. Lindner ganz herzlich danken. Er hat es in einer für uns Laien auch verständlichen Weise gebracht. Und ich muss sagen, es hat mich sehr beeindruckt. Und vor allen Dingen, ich bin erschüttert, dass wir von Leuten geführt werden in der Politik, die so einen Mist verzapfen und die nicht zugeben, dass sie sich geirrt haben. Der Schlimme an der Sache ist nicht, dass man Fehler begeht. Nur muss menschlich die Größe haben, einen Fehler einzugestehen. Und ich appelliere an die Politiker und auch alle Leute, die hier dieses sogenannten Wackelstrom-Konzept verfechten, sich einfach mal dies ganz sachlich zu überlegen, was der Dr. Lindner, ebenso auch andere rechtschaffene Leute, uns eigentlich passibel rüberbringen wollen und auch redlich tun, genauso wie es der Fischer redlich rüberbringt, ohne Geschäftsinteresse, Eigeninteresse, nichts verkaufen will, nicht auf Steuergelder erpicht ist wie ein Aasgeier. Also das kann ich nicht leiden. Und deswegen sage ich noch einmal, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in Deutschland solche rechtschaffenen Leute haben, wie den Dr. Lindner, Fischer, den Herrn Düppmann und so weiter. Ja, vielen herzlichen Dank.